Es ist mir wirklich ein wichtiger Aspekt, dass auch mit dieser Kontingentlösung die Nettozuwanderung nicht erhöht wird. Weil ja heute auch schon mal darauf hingewiesen wurde, es läuft die Relocation-Verpflichtung Deutschlands ab, gegenüber Italien und Griechenland monatlich 500 anerkannte Flüchtlinge zu übernehmen. Also es kommen aus diesen beiden Ländern, Italien und Griechenland, nunmehr pro Monat 1000 Flüchtlinge weniger nach Deutschland, sodass selbst wenn dieses monatliche Maximalkontingent, das es ab 1. August gibt, für den Familiennachzug zu eingeschränkt schutzbedürftigen Personen, die Nettozuwanderung insgesamt nach Deutschland nicht zunehmen würde.